Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Im heutigen Video möchte ich euch ein Beispiel von der Zahl 36.300, die Primfaktorzerlegung, zeigen. Die Primfaktorzerlegung einer Zahl heißt, wir zerlegen die Zahl in Faktoren, das heißt in Zahlen, die man miteinander mal nimmt, sodass wir wieder auf diese Zahl selber kommen, also auf 36.300. Nun sollen aber diese Faktoren alles Primzahlen sein. Primzahlen sind Zahlen, die durch sie nur durch sich selbst teilbar sind und durch die 1. Das heißt, wenn ich mir die 2 anschaue, die 2 kann ich teilen durch die 2 und ich kann sie durch die 1 teilen, also ist das eine Primzahl. Die 3, ich kann sie durch 3 teilen, ich kann sie durch 1 teilen, aber ich kann sie nicht durch die 2 teilen. Andere Zahlen, die kleiner sind wie sie, gibt es nicht, das heißt, das ist auch eine Primzahl. Schaut mir aber die 4 an, dann kann ich die 4 durch die 2 teilen. Durch die 4 natürlich selber auch und durch die 1 auch. Das heißt aber, sie ist auch durch die 2 teilbar, das heißt, 4 ist keine Primzahl. Die 5 wiederum ist eine und so weiter. Es gibt insgesamt unendlich viele Primzahlen. Da kann man wunderbar, wunderschöne Weise führen und so etwas. Darum geht es aber hier gar nicht. Wir wollen jetzt nur gucken, kann ich eine Zahl in ihre Primfaktoren zerlegen. Nehmen wir das kleine Beispiel noch. 12. Ich kann 12 teilen durch, naja, die 1, die 2, die 3, die 4 und die 6. Wenn ich das auch multiplizieren würde, würde ich viel höher als die 12 kommen. Das heißt, ich kann nicht nur schauen, durch was kann ich eine Zahl teilen, sondern wir sehen hier zum Beispiel, die 12 erreiche ich als 4 mal 3. Aber 4 ist immer noch keine Primzahl. Das heißt, das ist zwar eine Zerlegung der 12, aber keine Primfaktorzerlegung. Naja, und total lege ich halt die 4 wieder in 2 mal 2 mal 3. Jetzt sehe ich, ich sehe nur noch Primfaktoren da. Also 12 kann ich schreiben als 2 mal 2 mal 3. Das wäre also die Primfaktorzerlegung der 12. Jetzt haben wir das hier ein bisschen ohne System gemacht. Ich versuche euch noch ein System zu zeigen, wie man da Schritt für Schritt vorgehen kann, um auf jeden Fall die Primfaktorzerlegung zu bekommen. Ihr müsst wissen, die Primfaktorzerlegung ist eindeutig. Das heißt, egal wer und wo sie das durchführt, er kommt immer auf dieses Ergebnis, bis auf Vertauschung. Das heißt, die Reihenfolge ist egal. Natürlich 3 mal 2 mal 2 ist natürlich auch 12. Aber wenn ich sie von klein nach groß aufsteigend sortiere, kommt immer das Gleiche raus bei der Primfaktorzerlegung, bei jeder Zahl. Der Vorteil an Primfaktorzerlegung ist, wenn ihr kürzen müsst oder sowas, dann seht ihr das recht schnell, was man miteinander kürzt. Oder andere Dinge könnt ihr damit machen. Nun, jetzt versuche ich euch das am Beispiel der Zahl 36.300 mal zu zeigen, wie das vorgeht. Nehmen wir die Zahl. Und dann überlege ich mir, durch welche Zahl ich diese Zahl teilen kann. Man fängt dann einfach mit der kleinsten an, kann ich also 36.300 durch 2 teilen. Wir sehen, die Zahl ist gerade, sie endet ja auch auf 0. Das heißt, ja, ich kann sie durch 2 teilen, also teile ich sie einfach durch 2. 2 mal, naja, 18.150 dahin. Nun schaue ich, durch was kann ich die 18.150 teilen. Die Zahl ist wiederum gerade, das heißt, ich kann sie wieder mit 2 teilen. Also habe ich 2 mal 9075. Nun überlege ich mir, wie kann ich diese Zahl hier wiederum, mit was kann ich diese Zahl teilen? Wir sehen, da steht eine 5 als letztes, das heißt, die Zahl ist ungerade. Ich kann sie nicht durch die 2 teilen. Also versuche ich das nächste, die Zahl durch 3 zu teilen. Wir wissen, ich kann eine Zahl durch 3 dann teilen, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist. Nun, 9 plus 7 plus 5, wir haben also 21. Diese Zahl ist natürlich durch 3 teilbar und wir können somit das Ganze durch 3 teilen. Also 9075 geteilt durch 3. Dann haben wir 3025. Das sind noch recht einfache Dinge, die man auch im Kopf teilweise durchführen kann, eigentlich noch. Notfalls nimmt man einen Taschenrechner dafür. Schauen wir uns die 3025 an. Die Quersumme davon ist die 10, 3 plus 2 plus 5. Das heißt, das ist nicht mehr durch 3 teilbar. Gucken wir uns das nächste. Naja, durch 4 müssen wir nicht überprüfen, weil wenn es durch 2 schon nicht mehr teilbar ist, dann ist es auch durch 4 nicht mehr teilbar. Durch 5 teilbar, da die letzte Ziffer eine 5 ist. Somit teile ich also das durch 5. 3025 geteilt durch 5. Das sind genau 605.
Also 5 mal 605 gibt diese 3025. Das gleiche Spiel wieder, 605 hat eine 5 als Ziffer, das heißt, es ist nochmal durch 5 teilen. Ne? So, ja, 605 geteilt durch 5 gibt 121. Jetzt müssen wir die 121 noch irgendwie weiter aufteilen. Wir haben noch keine Primzahlen. Wir müssen da durchgehen, also durch 5 geht es nicht mehr. Durch 6 natürlich auch nicht, wenn ich es durch 2 nicht mehr teilen kann, durch 3 nicht mehr teilen kann. Bei 7 kennen wir noch keine Regel, hoffen wir, dass es die 7 nicht ist. Die 8 können wir auch schon ausschließen, weil es nicht mehr durch 2 geht. Die 9 können wir auch ausschließen, weil es schon nicht mehr durch die 3 geht. Nun, die 10, wir haben nicht als letzte Ziffer eine 0, können wir es auch komplett schon ausschließen. Die 11. 11 haben wir gesagt, alternierende Quersumme. Naja, 1 minus 2 minus 1 plus 1 gibt 0 als alternierende Quersumme. Minus 1 plus 2 minus 1. Oder auch umgekehrte Vorzahl jeweils. Es gibt 0, das heißt, es ist durch 11 teilbar. Nun, dann steht hier 11 mal 11. Und als letzten Schritt gucken wir uns an, was mit der 11 passiert. Die 11 ist eine Primzahl, das heißt, wir können sie nur als 11 mal 1 notieren. Dieses Verfahren führt man nicht genau so lange durch, bis hier unten die 1 steht. So, und jetzt haben wir was geschafft. Und zwar können wir das immer rückgehend von unten nach oben aufsammeln und wissen somit, wenn ich diese roten Zahlen alle miteinander multipliziere, dann erreiche ich diese Zahl. Das heißt, unsere Primfaktorzerlegung kann ich jetzt ganz einfach ablesen. 36.300 lässt sich schreiben als 2 mal 2 mal 3 mal 5 mal 5 mal 11 mal 11. Oder man fasst es ein bisschen zusammen und sagt 2 Quadrat mal 3 mal 5 ins Quadrat mal 11 ins Quadrat. Mit diesem Schema könnt ihr immer recht schnell und recht einfach und zuverlässig die Primfaktorzerlegung einer Zahl bestimmen. Nun, schaut mal wieder auf www.virelda.de rein, verfolgt uns auf Facebook, abonniert uns auf YouTube. Dankeschön!